Unendliches Gamma. Alle Arten von Verfall für die Jahre, die kommen. Level 174. Extrem radioaktiv, unsicher, strengstens unbewohnbar. Überlebensschwierigkeitsklasse Delta. Level 174 ist eine hügelige, leblose Wüste, die von tödlichen Mengen an radioaktiver Strahlung geplagt wird, die aus einer ständig brennenden Kernpilzwolke stammt. Die Pilzwolke erscheint fast gefroren, kurz nachdem sie Feuerbälle gefeuert hat, die etwa 2000 Fuß messen, und sie tritt ständig Trümmer auf und gibt Wärme und Kernenergie ab. Von dem, was über die Berichte verstanden werden kann, die der Explosion am nächsten sind, hauptsächlich unter Verwendung von Frontrumsinformationen, die von Computern auf Level 4 bezogen werden, wird davon ausgegangen, dass der Hypozentrum der Explosion Temperaturen zwischen 3000 und 4000 Grad Celsius erreicht. Darüber hinaus kann das Vorhandensein von Hautverbrennungen durch die großen Mengen an ausgegebener Wärme verursachen. Und überall innerhalb von 80,5 Kilometern vor der Explosion gibt es eine nahezu tödliche Menge an Strahlung. Abseits der schädlichsten Auswirkungen der ewigen nuklearen Explosion befindet sich eine grundlegende belebte Wüste in diesem Level, die sich über etwas zusätzlich 50 Kilometer erstreckt, bevor man die Kante des Levels erreicht. Während es keinen unterscheidbaren Umfang für Level 174 zu geben scheint, wird häufig dokumentiert, dass es Personen häufig auf andere Level bringt, die 150 bis 175 Kilometer vom sicheren Teil von Level 174 entfernt sind. Als solches wurde die Barriere, in der dies auftritt, als Pseudoperimeter angesehen und sollte immer das sein, was Wanderer anstreben, wenn sie das Level erreichen. Der Himmel in Level 174 ist in der Regel eine leuchtende orangene Farbe, ähnlich der eines Sonnenuntergangs. Es gibt jedoch nicht nur kleine Himmelskörper am Himmel von Level 174, sondern die tatsächliche Farbe wird auch durch die Fotografie verschlummt. Aufgrund der Art und Weise, wie die Lichtbeleuchtung bei Kameras funktioniert, kann sich die Farbe des Himmels, wenn man sich auf Pilzwolke konzentriert, von überall zu einem tiefen Blutrot zu schwarz ändern, was keine Wirkung des Himmels des Levels ist. Diese Verfärbung durch die schiere Helligkeit der Detonation kann auch das menschliche Auge betreffen, da Personen, die auf Level 174 waren, die gleiche Himmelsverfärbung oder in schlimmeren Fällen sogar teilweise Blindheit durch den längeren Blick auf die Detonation festgestellt haben. Hauptsächlich in Level 174s äußerlichen Bereichen verstreut sie gelegentlich Gebäude oder andere Formen künstlicher Strukturen, die in einem Zustand der Verlassenheit zurückgelassen werden. Da es innerhalb des Levels keine durchdringendes Leben gibt, kommt die einzige Zerfallquelle des Gebäudes sowohl von der extrem konstanten Explosion durch die nukleare Explosion, als auch von der konstanten Wärme- und Strahlungsangaben derselben Quelle. Die Strukturen ähneln in der Regel einer einfachen Holz- oder Betonstruktur aus kleinen Städten an der Westküste der Vereinigten Staaten, insbesondere solche, die aus dem Zeitraum von Mitte des 19. Jahrhunderts bis die 1950er Jahre zurückgehen. Je nachdem, wie nah oder weit man vom Hypozentrum der nuklearen Explosion ist, bestimmt ein Gebäude seinen Verfallsgrad, obwohl selbst die am Anfang des Levels Anzeichnung von Farbeverwitterung, Rost und Sanderosin zeigen. Obwohl die meisten Gebäude einfache Geschäfte, Häuser, Schulen, Scheunen, Hütten oder jede Art von öffentlichen Gebäuden aus der oben genannten realen Lage ähneln, zeigen andere einzigartige Gebäude können auch gefunden werden, wie Windkraftanlagen, Wassertürme, Kraftwerke für verschlossene Materialien, fossile Brennstoffe. Aufgrund dieser jahrzehntelangen Gebäudeverfalls ist jede Form von Elektronik oder mechanisches System völlig nicht mehr vorhanden. Sie können über externe Generatoren oder Maschinenbau reaktiviert werden. Jedoch erodieren die Strahlung und der Sand, der durch das Level ausgelöst wird, und unterbricht oft alle Restaurierungsarbeiten. Dies wurde in der Vergangenheit sowohl von den MEC als auch von anderen Gruppen, die hier vorausgegangen sind, getan. Jedoch wurden alle Versuche zur Restaurierung der Gebäude unabhängig davon, aus welchem Grund sie restauriert wurden, eingestellt. Basen und Außenposten. Eine grobe 70% der Landmasse ist für jede Art von Leben extrem gefährlich und erlaubt keinen langfristigen Aufenthalt. Dies ist eine Tatsache, die seit der ersten Entdeckung von Level 174 bekannt ist, obwohl es seit letztem Jahr Versuche gibt, Basen ausschließlich für Forschung und Dokumentationen zu errichten. Diese Basen wurden hauptsächlich zwischen den Jahren 2017 und 2019 errichtet. Zu einer Zeit, als die MEC einen plötzlichen Anstieg der Zahlen erlebte, wurde entwickelt, um die Mechanismen und Physik zu untersuchen, die hinter der nuklearen Explosion steckt und ihre Energie beibehält und warum. Diese Basen wurden 2020 im gegenseitigen Einvernehmen aller drei Aufseher verschrottet und alle Personen, die an ihnen gearbeitet haben, wurden für all ihre Verbrennungen und Strahlenschäden unterstützt, die sie auf Level 174 erhalten haben. MEC Außenposten Gamma-Emitter. Gamma-Emitter war die erste erfolgreiche Basis, die in Level 174 gebaut wurde, sowie die letzte Basis, die 2020 nicht mehr existieren ließ. Dieser Außenposten wurde direkt in der Nähe eines Zwei-Wege-Eingangs gebaut, der mit Level 170 verbunden war, und wurde schnell zum Haupteingang, Eingangs- und Ausgangspunkt des Levels. Die Basis befand sich zwar
Außerhalb der schweren Schadenszone der Kernwolke befand sich aber leider im äußeren Umfang für eine mögliche Strahlenvergiftung. Wie weiter unten in diesem Artikel beschrieben, führen einige Eingänge zu Staffel 174 dazu, dass Personen direkt in das Hypozentrum der Detonation eintreten. Was, wie zu erwarten ist, alle Personen, die das Pech haben, sie zu benutzen, vollständig ausweitet. Daher wurden alle Personen, die sich freiwillig meldeten, um auf Level 174 zu gehen, durch diesen Außenposten gebracht, um andere zu erreichen, da es einer der wenigen Eingänge ist, der sicher wurde. Die Basis selbst wurde in einem verfallenen Schulgebäude gebaut, da es mehr als genug Räume für Lagerung, Aufzeichnung eines Hauptraums für das Haus des Basismanagers und Bereiche für die allgemeinen Arbeiter und Kommunikation zum Essen und Schlafen gab. Angesichts der Tatsache, dass es dem Mech immer noch an jeglicher Form von radioaktiver Überwachungsausrüstung fehlt, führen die Forscher derzeit ihre gesamten Forschungen einfach mit dem Auge sowie mit den bestätigten Beweisen aus der Literatur von tatsächlichen Wissenschaftlern aus den Frontrooms durch. Trotz der Versuche, rudimentäre Schutzausrüstung aus Vorräten anderer Level herzustellen, wurden Personen, die längere Zeit bei Gamma Investigators blieben, als Symptome der Strahlenkrankheit registriert. Zu solchen Beschwerden gehören Fieber, Erbrechen, Appetitlosigkeit und viele andere Symptome, die mit körperlichen Krankheiten zusammenfielen, die die Betroffenen entweder töteten oder dauerhaft verletzten. Trotz dieser Verluste bedeutete der Zustrom neuer Leute während der Expansion des Mechs, dass sich mehr Personen anmeldeten, um Pfadfinder und Ermittler für das Level zu werden. Nach über 40 Fällen von schweren Verletzungen oder Tod war jedoch die Möglichkeit, entweder die Basis zu schließen oder zu versuchen, festere Schutzanzüge zu bauen. Er diskutierte Möglichkeiten sowohl zwischen den Aufsehern als auch zwischen den Untersehern sowie den neu gefundenen Führungskräften. Erst nach dem spontanen Entscheidung von Overseer C, alle Basen auf Level 174 zu schließen, was dann von den anderen beiden Aufsehern nicht einmal einen Monat später bestätigt wurde, wurde die Datenerhebung auf Level 174 geschlossen und die Gamma-Ermittlerbasis wurde abgeschlossen. Nach der Schließung der Basis wurden die meisten Papierdokumente neben der Evakuierung der meisten Freiwilligen mitgenommen, obwohl viele dieser Gegenstände aufgrund der Sorge, dass die Gegenstände mit Gammastrahlen kontaminiert waren, tief in Level 211 aufbewahrt wurden. Nach der Schließung der Basis wurden alle Untersuchungen von Level 174 gestoppt und alle bekannten Eingänge und Ausgänge wurden entweder willkürlich versiegelt oder deutlich gekennzeichnet, um ihre Gefahr zu veranschaulichen. Zusätzliche Inhalte. Die Erweiterung des Mech war eine gemischte Tasche, aber zumindest mit dem neuen Aufnahmegerät konnte ich dieses Gespräch, das ich mit Andrew hatte, aufsuchen. Ich weiß, dass sie nicht wollen, dass ich es hinzufüge, aber ohne es mache ich mir Sorgen, dass unsere Gruppe einfach die Ideale versinken könnte, denen Andrew folgen wollte. Betrachten Sie dies als Warnung, die Geschichte nicht zu wiederholen. Ich bin froh, dass ich Andrew aus dem heraussehen konnte, was sie taten. Konversationsprotokoll. Beginn 22 Uhr, Datum 6.06.2020. Standort Hauptbüro von Overseer C innerhalb von Basis Gamma. Teilnehmer Andrew Donovan C und Somalia Hawkins. Die Audioaufnahme beginnt in der späten Nacht, in der Andrew Donovan in seinem Büro innerhalb von Level 3 sitzt. Er schaut sich ein paar Notizen und Papiere an, bevor Somalia Hawkins reinkommt. Er schaut zu ihr auf und gibt ihr ein halbes Lächeln, obwohl die ärmende Arbeit ihn gemacht hat. Oh, Somalia, ich hab dich nicht erwartet. Du bist schrecklich weit von 11. Nun, ich dachte, ich würde auf einer kleinen Reise vorbeischauen. Es ist einfacher, hier an der Datenbankrecherche zu arbeiten. Es gibt mehr Experten auf den größeren Basen. Richtig, richtig. Andrew betrachtet Somalia mit einem etwas unangenehmen Ausdruck, während er sich nach vorne lehnt und seine Unterarme auf den Schreibtisch legt und dabei einige seiner Papiere abdeckt. Somalia schaut ihn mit einem Gramm Argwohn an und blickt kurz auf die Zeitung. Also, wie ist es gelaufen? Nur weißt du das übliche Zeug. Viel mehr Daten. Teilen und Formulare, als ich mir gewünscht hätte. Aber ich denke, das ist der Preis für Wachstum. Andrew Donovan gibt ein herzhaftes Lachen. Etwas Peinliches auch. Etwas, das Somalia erwidert. Wenn auch mit mehr Autorität. Ja, die Dinge werden jetzt größer, nicht wahr? Solltest Basis Beta sehen. Es wird nur größer und es geht fast der Nutzungsfläche aus. Ach, da ist es. Ich habe alle Papierdokumente für alles gelesen. Ich habe nie erwartet, dass ich für diese Planungsgenehmigung für all diese Dinge verwalten würde. Es ist wirklich mühsam. Meine Güte, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Somalia lässt ein weiteres Lachen raus, ähnlich dem letzten. Im Gegensatz zum letzten Lachen verjüngt sich Somalias Lachen jedoch etwas ungeschickt und füllt den Raum mit unangenehmer Luft, bevor sie anfängt, hineinzurutschen und auf die Papiere zu schauen. Was sind diese Dokumente hier? Hä? Andrew springt gleich auf, schaut überrascht zu Somalia auf und schüttelt den Kopf und räuspert sich, als er seine Arme zu sich selbst brachte, was dazu führte, dass die Papiere dabei näher an ihn rutschten und hörbar fielen. Nein, nein. Die sind für etwas anderes. Oh, wirklich? Was ist es denn? Ich habe es wahrscheinlich schon in der Datenbank gesehen. Ich bin nur neugierig. Es ist nicht wichtig. Es ist nur... Ist es BNTG-Zeug? Nein, nein, das ist es wirklich nicht. Sind es vielleicht UEC-Dinge? Was? Nein. Mit denen machen wir nichts mehr. Was ist mit EC oder mit dem bevorstehenden Wall-Mask-Experiment? Woher weißt du überhaupt davon? Ich habe vor Jahren
einem geheimen Archiv übernommen. Ich habe viele Dateien und Dokumente. Oh, richtig, nun gut. Dass du all dieses Zeug kennst, dann. Aber diese Dokumente sind nichts Interessantes. Es ist buchstäblich nur Zeug. Sachen für Level 3 sogar. Es ist wirklich uninteressant. Ja. Kannst du mich nicht davon überzeugen? Es sind Level 174 Dokumente, nicht wahr? Ja. Endos Kopf schaut scharf nach oben, gibt Somalia einen zutiefst verwirrten Blick, während er darüber nachdenkt, was er sagen soll. Und beschließt, seinen Kopf einfach zu schütteln, bevor er irgendwelche Worte ausdrückt. Nein, ich bin nicht derjenige, der an dem arbeitet, was 174 ist. Also diese Dokumente sind nicht dafür, wie gesagt, es ist einfach Level 3 Wartungsmaterial. Andrew, lüg mich nicht an. Ich dachte wirklich, dass du das nicht tun würdest, als ich mich hier auf den Weg machte. Es ist der einzige Grund, warum du zu mir gekommen bist, um mich zu befragen? Glaub mir, ich habe es einen besseren Grund, hier zu sein. Ich vermisse dich. Ich dich auch, aber Somalia, das sind keine Level 174 Dokumente. Hör auf zu versuchen, dein Versteck zu retten, Andrew. Lüg mich nicht darüber an. Ich habe es in der Datenbank gesehen. Ich habe den verdammten Titel auf deinen Berichten gesehen, als ich mich hingesetzt habe. Somalia stand wütend auf, als sie ihre Stimme erhob, was dazu führte, dass Andrew leicht überrascht zurückschreckte, als er zu ihr ausschaute. Sein Gesicht verwandelte sich jedoch schnell in eine neutrale Verwirrung in Somalia und saß ein wenig auf, als er seine Arme vor den Papieren nahm. Okay, gut, ja, es sind Level 174 Dokumente. Hauptsächlich nur die Verwaltung der Basen dort. Und zu verwalten, wer zu welchen Zeiten da ist, so wie mit Andersias und Scheiße über die Zuweisung von Jobs und Menschen in Level 174. Ich wusste es, verdammt nochmal. Warum sprichst du denn immer noch darüber? Weil ich dachte, du wärst besser, Andrew. Komm schon, es ist doch nur Forschung. Zum Teufel, was bedeutet nur Forschung? Du weißt, wo du diese Leute schickst, nicht wahr? Ja, natürlich weiß ich das. Also warum zum Teufel lässt du sie dorthin gehen? Forschung, habe ich doch gerade gesagt. Wir haben die Leute, sie melden sich dafür an, während sie genau wissen, wofür sie sich anmelden. Und sie arbeiten, wie wir es verlangen. Du schickst Menschen zum Sterben, Andrew. Diese Anzüge schützen niemanden annähernd genug. Menschen, die da draußen sterben, es passiert. Es sind Felduntersuchungen um Himmels Willen. Manchmal sterben Ermittler, es passiert einfach. Seit der Entdeckung des Wranglers, und es wird weitergehen, es passiert einfach, es passiert. Aber nicht auf dem Level. Einige Leute, die auf Level 174 gehen, werden sofort zu Asche verwandelt. Ganz zu schweigen von der Strahlenvergiftung. Wir hatten keine Person, die langfristig an diesem Ort geblieben ist, ohne irgendeine Art von Krankheit zu bekommen. Ein paar Leute zeigen Anzeichen von Krebs, Andrew. Es ist das, was dich dazu veranlasst hat, mit mir darüber zu sprechen? Es ist einer von wenigen, Andrew. Jeder, der dieses Level bleibt, stirbt. Du wirfst nur Leben weg. Und wofür? Um mehr über das Level zu verstehen, darüber, was es ist, darüber, was es tut und warum es so ist, wie es ist. Wir haben jetzt die Leute dafür, besonders im letzten Jahr. Was bisher unmöglich war, ist nun nicht mehr unmöglich. Du schickst Menschen ohne Grund zu sterben. Das ist nicht deine Art. Ist nicht die Art Menschen, die wir sind. Somalia, wie ich schon gesagt habe, wir gehen nur zu... Nein, verarsch mich nicht. Hör auf, dich darüber zu rechtfertigen. Somalia hält inne und schaut mit einer Mischung aus Trauer und bitterer Wut auf Andrew herab, was von Andrew gegenübergestellt wurde, der einen überwiegend defensiven und verwirrten Ausdruck hatte, als er von seinem Stuhl zu Somalia aufschaute. Man kann nicht einfach Menschen wie diese für die Forschung töten, Andrew. Nur weil wir die Zahlen haben, heißt das nicht, dass wir es tun sollten. Nur wenn wir es wollen. Wenn wir es jetzt geschehen lassen, werden wir es für immer tun. Und ewig weiter. Willst du wirklich, dass unsere Gruppe mit so viel Blut durchtränkt wird? Nun, irgendwann würde ich damit aufhören. Genauso wie Stretch und Cat. Du weißt verdammt gut, dass wenn es wie Wissenschaft weitergeht, es viel zu groß für die drei ist, um es zu enthalten. Sie zerstören bereits Familien und Freundesgruppen im Namen der Wissenschaft. Für einen Ort, der bereits genug verstanden ist. Was zum Teufel sollen wir denn machen? Es könnte eine Möglichkeit geben, es zu überleben und zu nutzen. Jeden Teil davon zu nutzen. Für Sicherheit. Siehst du das nicht? Wenn es welche gibt, lohnt es sich nicht, Leben zu riskieren. Schau, ich will nicht streiten. Ich wollte es nicht einmal ansprechen, aber es muss gesagt werden und es muss enden. Sonst wird es das, wofür wir bekannt sind. Du hast keine Ahnung, wie schwer es ist, den ganzen Scheiß zu koordinieren. Versuch, einen Ausweg zu finden. Du musst die Leute dort herausziehen. Richtig. Es tut mir leid, dass ich streng mit dir bin. Ich habe nur... Nein, es ist okay. Ich verstehe. Ich habe dir mehr Zeit für den Tag gegeben, als ich es jemandem geben würde. Und ist es gut, dass ich es getan habe. Danke. Ja nun, ich wusste, dass ich dich besser erregen würde als jeder andere. Du wirst definitiv die Leute herausziehen, oder? Absolut, ja, das werde ich. Gut. Somalia seufzt zum Blick über die Schulter zur Tür, auf die sie zu langsam zu gehen beginnt, damit sie Andrews Büro verlassen kann. Als sie zur Tür kam und in der Tat, als sie anfing, sie zu öffnen, hielt sie inne und schaute über ihre Schulter auf Andrew. Du wirst so etwas nicht noch einmal tun, oder? Du siehst die Leute nicht nur aus der 174, weil ich es dir gesagt habe. Du tust es, weil es das Richtige ist. Richtig? Andrew schaut Somalia überrascht an, fast unsicher, was er sagen soll. Sein Gesicht ist eine sich ständig verändernde
Mischung aus Verwirrung und Unsicherheit und fast ein bisschen Schock. Wenn Somalia überhaupt fragt, Andrews fehlende verbale Antwort ließ Somalia nur den Kopf hängen, wenn sie behielt, als durch die Tür und aus dem Büro ging und Andrew in Einsamkeit zurückließ. Log Ende. Eingänge. Nach allen Basen innerhalb von Level 174 aufgegeben wurden, wurden die meisten bekannten Eingänge barrikadiert oder entsprechend gekennzeichnet, um Sicherheit der Wanderer zu gewährleisten. Da nicht alle Ausgänge verbarrikadiert wurden, insbesondere diejenigen, die sich auf dem Level befinden, die der Mac deshalb nicht bekannt sind, wird dringend empfohlen, dass sich jeder, der einen Eingang zu Level 174 findet, eine Gruppe kontaktiert, um sie so schnell wie möglich zu barrikadieren oder zu beschilden. Darunter platzieren bestimmte Eingänge in Level 174. Direkt innerhalb oder Nähe des Hypozentrums. Die Eingänge, die dies tun oder gelegentlich tun werden, sind getrennt, um sicherzustellen, dass Personen, die aus irgendeinem Grund auf 174 gehen wollen, wissen, welche sie verwenden sollten und welche nicht. Häufige Hypozentrumseingänge. No Clipping in eine Wand aus dem gleichen Material wie die Feuerlinien auf Level 155. No Clipping in ein biologisches oder radioaktives Zeichen in Level 360. Ein Loch in der Mitte der Räume finden in Level 368. Seltene Hypozentrumseingänge. No-Clipping in leuchtenden rote oder leuchtende orangefarbenen Betonboden, Level 463. Nicht-hypozentrische Eingänge. Schritt in leuchtete Betonkästen von Typ 3 in Level 170. Durch Sandflecken fallen, die gelegentlich in Feldern platziert werden, in Level 187. Ausgänge. Im Gegensatz zu den Eingängen sind die Ausgänge nicht gekennzeichnet, damit die Wanderer sie erkennen können. Während die Beschilderung einiger Ausgänge als Möglichkeit diskutiert wurde, falls jemand darin eintraf, wurden die Pläne, dies zu tun, zugunsten der schnellstmöglichen Ausreise gestrichen. Ausgänge sind auch eher wenig und weit vorhanden, was oft ziemlich schwierig ist, ohne jede Art von Fleiß zu bekommen. Unabhängig von dieser Tatsache sind Ausgänge wie unten angeführt. Erreichen des Umfangs des Levels bringt sie zu Level 140, 494 und Level 668. Jede Betonbox von Typ 3, die als Eingang fungiert, existiert auch innerhalb von Level 174 und kann als Ausgang zum Befall verlasst werden und führt zu Level 170. Betreten eines Gewässers mit einer nuklearen Kühlturm in der Mitte führt zu Level 420. Betreten einer Fabrik, die einen Umfang von totem Gras hat, führt zu Level 566.